Hallo ihr Lieben, so, heute habe ich mir mal vorgenommen, mal wieder ATCs zu machen, und zwar diesmal diese Coin-Form. Und ich habe die Größe ausgestanzt, also das sind wohl 6,5 cm, ist da wohl der Durchmesser. Und ich habe mir diesmal keine weißen oder einen farbigen Karton genommen, sondern ich habe mir alte Spielkarten genommen. Also die ist alt insofern, die sind schon bespielt worden und sollten weggeworfen werden. Und das ist natürlich für ein Frevel. Und es sind also so eine altdeutsche Spielkarten, nennt sich das, glaube ich. Da wird, also die nimmt man nicht zum Skat spielen, sondern im Süddeutschland nimmt man die zum Binokeln. Also falls euch das was sagt. Genau. Und da habe ich mir welche rausgesucht und habe die schon mal ausgestanzt. Dann habe ich da schon mal so eine Grundsache, so wie bei den Altered Cards halt auch. Und da zeige ich euch mal. Also da habe ich mir, mach mal ein bisschen Platz. So, da habe ich hier das eine 10, dann habe ich ein Ass genommen und Herz und auch nochmal eine 10, ein König und ein Bube. Und dann habe ich die bemalt mit so einer cremefarbenen Acrylfarbe und habe sie dann trocknen lassen und geinkt. Und hinten drauf habe ich eine Buchseite geklebt, weil die waren hinten, die hatten kein schönes Muster oder so, sondern da war irgend so ein Text drauf, aber halt auf allen gleich, so wie das bei Spielkarten halt ist. Und dann habe ich mir aber überlegt, ich mache dann so Kleber drauf und mache da ATC-Coin, Thema, Nummer, Datum, weil die tut man ja immer irgendwie nummerieren. Genau. Und vielleicht tue ich sie in das Journal rein, in das Jugendstil-Journal, weil ich finde, da würden sie vielleicht dazu passen. Und ich habe mir da jetzt mal 6 so Plättchen gemacht. Und dann habe ich mir mal rausgesucht, so Material. Das ist wieder, was liegt neben mir auf dem Schreibtisch. Also, und da ist zum Beispiel Tapete. Also so ein Tapetenrest, finde ich, eignet sich auch mal gut. Der ist ja wirklich richtig stabil. Dann habe ich so aus der Zeitung was ausgeschnitten. Dann Buchseiten. Und dann habe ich, das habe ich auf der anderen Seite auch, so Restpapiere von so zusammengeknüttelten, verzierten Papier, also Designpapier. Das ist da von mir, das ist auch nochmal was Ausgedrucktes, ein Bild, und halt geknittert. Und dann habe ich noch so kleine Sachen, also auch wieder Buchtexte, dann mal so kleine Sachen, die so rumliegen, was man so hat. Da habe ich zum Beispiel Aufkleber, ganz verschiedene. Und dann habe ich mir so die Reste, die ich da hatte, vom Wegschneiden, die habe ich dann hier auch noch aufgehoben von den Karten. Und da sind auch ein paar sogar bemalt, ein paar nicht. Und da habe ich nochmal ein paar Sticker und hier auch nochmal so ein Rest. Das fand ich irgendwie ganz schön. Vielleicht bietet sich das an, das nachher mal so da drauf zu kleben. Und da hat es auch noch mal Sticker. Da habe ich so ein paar Perlmuttknöpfe. Da habe ich so eine ganze Batterie geschenkt gekriegt. Und dann habe ich hier noch mal von einem Masterboard, also so die Reste von einem Masterboard, die schaffe ich ja wirklich bis zum Schluss runter. Genau, und dann werde ich da mal anfangen zu bekleben. Und genau, und lasse euch die Kamera mitlaufen. Okay. So, und jetzt habe ich losgelegt und habe die Sticker, alle, habe für jede Coin einen Sticker genommen und habe das so seitlich draufgeklebt, weil ich wollte nicht, dass nachher das ganze rund abgedeckt ist mit so einem Sticker, sondern immer nur so ein Teil. Und dann habe ich es an der Rundung wieder abgeschnitten. Teilweise rechts und teilweise habe ich es ja links drauf geklebt und halt mal so geguckt vom Thema her, da war was mit Schrift und mit Blumen und da habe ich das so verteilt. Genau, und ja, also die sind auch so transparent und da fand ich das ganz schön, dass man erstmal damit anfängt. Und dann habe ich mir so diesen Papierbogen genommen, diesen zusammengeknüllten, der so schöne Struktur hatte und so schöne Farben. Also der war ja so fast in so Regenbogenfarben. Und da mit so Mustern, und da habe ich mir da immer so Streifen genommen und habe geguckt, wo die drauf passen. So vom Motiv her. Und
und habe die draufgeklebt. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich da immer einen Klebestift nehme. Und zwar habe ich den von Tombow, der riecht da noch so gut. Der hat so einen ganz komischen, also so einen blumigen, fast ein bisschen wie Handcreme oder so. Habe ich den genommen und da komme ich bei dem Papier ganz gut mit klar, weil man da den die richtig dick drauf schmieren kann und dann kann man diese zerknitterten Papiere nochmal wieder so ein bisschen ausstreichen. Und es hält eigentlich ganz gut. Genau, da habe ich mir ein Blatt drunter gelegt und habe halt es dann immer drauf, dass es halt wirklich auch genügend Kleb drauf ist. Und es ist so ganz unterschiedlich, weil wie gesagt, auf dem Designpapier ist wahnsinnig viel Farbe, also unterschiedliche, von Bordeaux bis Gelb und auch manchmal so ein bisschen Gold, also zumindest abfotografiert, so Goldtöne. Und die echten Goldstückchen, das habe ich dann vom Masterboard, hatte ich noch alles, wo so ein bisschen so Gold drauf war. Und da habe ich mir dann so kleine Wimpel geschnitten und habe die dann später drauf geklebt. Genau. So, und jetzt geht es dann weiter. Jetzt habe ich sie eigentlich schon ziemlich weit fertig gemacht und ich zeige euch aber mal, was ich gemacht habe. Ihr habt ja gesehen, dass ich halt das Papier da genommen habe. Also das war ja ein Bild, was ich kopiert habe, also beziehungsweise halt ausgedruckt habe. Und ich finde es so schön, weil das so ganz verschiedene Strukturen hat, also so ganz verschiedene Farben auch. Der war auch so als Regenbogen angelegt. Und da habe ich mir halt immer so kleine Collagestücke genommen, das so auf allem da was drauf kommt. Und dann hatte ich ja drunter auch noch diese Aufkleber, die sind ja so transparent, die sind ja ein bisschen wie Washi-Tape. Dann habe ich diese Stücke, diese Reststücke von den Karten, habe ich hier auch noch verarbeitet. Und dann habe ich aus dem Masterboard diese Magnolien da noch rausgeschnitten. Und weil das natürlich auch, das gibt halt so Glanzeffekte. Genau. Und dann halt noch so ein bisschen Gold. Das war auch aus dem Masterboard. Und ja, ich finde sie jetzt eigentlich ganz schön. Ich finde es immer schwer, das so vor der Kamera zu machen, weil das so was Intuitives ist. Was ich jetzt aber auf jeden Fall auch gerne noch machen würde, ist so ein bisschen noch so ein paar Nuvo-Punkte. Das möchte ich also auf jeden Fall machen. Da habe ich bloß immer ein bisschen Probleme, dass was rauskommt. Und das dann nicht so ein Blobber gibt, weil das halt, jetzt kommt's. Weil das dann so Luftblase gibt. Genau, jetzt mache ich hier so am Rand ein paar. Was ich mir so überlegt habe, eigentlich wäre es auch schön, wenn man sich so 30, 40 oder ja, muss man schon ein paar machen, wenn man sich so ein paar macht von denen Kreise und dann die aneinander klebt und sich so Mobile macht. Das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Oder wie gesagt, sie als Karten auch für, also für die. Für so ein Buch, für ein Journal, das möchte ich eigentlich machen. Oder man tauscht sie halt. Genau. Und ja, ich finde die ganz hübsch. Ich mag ja so Sachen. Also einfach so kleine Objekte. Also das mag ich auch sehr gern in meine Journals drin. Genau, und da werde ich das aber ein paar noch dazugeben, ein paar Journals. Und in mein Jugendstil-Journal, da kommen auf jeden Fall welche rein. Und vielleicht kommt noch eins in mein Urlaubsjournal. Genau, das könnt ihr auch machen. Ja, das hat mir übrigens total Spaß gemacht, das Urlaubsjournal. Das ist zwar noch nicht ganz fertig, aber ich habe mir so Notizen da noch reingelegt. Und ja, bin da ganz zufrieden. Und dann denke ich mal, das Schöne ist halt, wenn man dann halt wieder reinguckt. So, jetzt hat es da noch Nuvos drauf. Die sollte man dann da geflissentlich beiseite legen. Ich mache euch aber am Ende vom Video wieder so Close-up, dass man die halt sieht. Ich finde das ganz schön, weil ich da ja so cremefarbene Acrylfarbe genommen habe zum Dimmen. Und dann noch geinkt mit Braun, da kriegt es schon mal grundsätzlich so ein bisschen was Nostalgisches. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Genau. Und was ich euch aber kurz auch noch mal so ans Herz legen wollte, so zum Schluss,
ist dieses Art Journal, was wir da mit Ramona Weide machen. Sie schickt alle 2 Tage einen Impuls und dann hat man so ein kleines Journal und dann fängt man kreuz und quer in dem Buch, macht man halt Sachen. Und da habe ich zum Beispiel, haben wir da an einem Tag hat sie so einen Impuls, dass man mal so einen Buchstaben gestaltet, mit Buchstaben, die man ausschneidet. Da habe ich ein P genommen, weil wegen Pia und Petra. Und habe auch gleich noch ein paar Pinguine dazu gezeichnet. Und da haben wir unsere Pflanze gesucht, irgendein Blatt oder so, und haben das abgestempelt und haben dann auch noch in einer Kontrast, da geht es ja immer darum, schwarz-weiß und dann eine Kontrastfarbe. Genau. Und da noch ein paar so Blumen dazu gezeichnet. Und hier haben wir uns eine Blume oder eine Pflanze ausgesucht und die näher beäugt und gezeichnet. Also es macht total Spaß. Und da hat man so alle 2 Tage so eine Aufgabe und hat so ein kleines Büchlein, was man so mit und mit füllt. Genau, das wollte ich euch bloß zeigen. Also das so, das Art Journal, muss ich sagen, das begeistert mich gerade auch. Also das macht mir auch richtig Spaß. Und ja, und vielleicht guckt ihr mal rein. Also Ramona, die verlinke ich mal unten, weil die macht immer alle 2 Tage ein Video zu dem Ganzen. Und da könnt ihr eigentlich auch gucken, wenn ihr da mal Lust habt, sowas zu machen. Genau. Da sind noch so ein paar Sachen, wo schon was angefangen ist, wo eine Seite vielleicht auch einfach mal ein bisschen gemalt ist. Und ja, also ich habe mich da in letzter Zeit länger mit beschäftigt und muss sagen, dass ich jetzt so diese Anfangsprobleme fast ein bisschen überwunden habe, dass man so, also dass man halt auch regelmäßig da drin arbeitet. Und das wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Und ich setze meine Sachen bei Instagram rein und wenn ihr da schaut, unter Hashtag Art Journal 2023, ich verlinke es euch unten. Wenn ihr da reinguckt, da seht ihr auch, was die anderen machen. Und es ist total interessant und echt spannend. Also, kleiner Tipp am Rande. Also, dann hoffe ich, euch gefallen die ATCs. Und ihr probiert selber mal. Ich mag auch die Karten, aber die Runden finde ich auch besonders hübsch. Genau. Also, macht's gut. Ciao.